gerade der schönste Tag des Jahres. Loser. Hi, ist jetzt ein bisschen ernst und deswegen gibt's jetzt keinen Wocheneinkauf. Let me tell you a story. Und ich habe einfach drauf gehalten. Dein Bein ist verdreht. Was war schlimmer, dass du heute hingefallen bist oder das? Boah! Hast du mich getroffen? It's about draft, it's about. Oh. Soll ich nochmal? Ich will nochmal. Vanessa war auch kurz bevor die Aufnahme gestartet ist, so als ob du das hinbekommst. Ah. Gib mir das nochmal. Loser. Das ist gerade der schönste Tag des Jahres. Es geht hier bei meinen Haaren. Kai hat Geburtstag! Nein, das schon gar nicht. Aber weil du sagst, es ist noch viel schöner. Bis jetzt meine ich halt, weißt du, wir haben ja erst den 10. Das ist der schönste Tag bis jetzt. Stimmt, bis jetzt. Ja. Wir haben eine grüne Red Bull Summer Edition. Jeweils eine. Ja, also wir haben uns letztens, als es sie gab, halt 4 übrig gelassen. Und 2 davon trinken wir jetzt. Und dann haben wir noch 2 für, wann laufen die ab? 28. Im Juni. Spätestens im Juni müssen wir die dann trinken. Ein bisschen nervös. Also ich bin ein bisschen nervös. Ich bin auch irgendwie nervös. Was ist, wenn es nicht mehr so geil schmeckt, jemand? Oh mein Gott. Ich meine, wenn es so geil schmeckt. So viele Memories. Oh mein Gott. Oh. An den letzten Sommer. Oh. Oh mein Gott. Schmeckt immer noch geil. Es ist einfach wunderschön. So viel besser als alle anderen Editionen. Mhm. Ja, die Winter. Gletschereis ist noch ein bisschen besser gewesen, aber schon. Ey, wir trinken nicht mal täglich eins. Wir trinken so 2 die Woche vielleicht. Ja. 3. Mittlerweile wieder. Manu, warum haben die das nicht im Sortiment? Just thinking about you. I spent my. Hi, ist jetzt ein bisschen ernst. Also wir haben ja letztes Mal gefragt, ob ihr noch Wocheneinkäufe haben wollt. Und eine Person hat Nein geschrieben. Und deswegen gibt es jetzt keinen Wocheneinkauf. Für uns halt, für alle anderen, die Ja geschrieben haben und sich trotzdem sehr gefreut haben. Bedanke ich euch bei diesem Einkommen. Spaß! Wir hören nicht auf die Haters. Wir hören... Was gibt in diesem Video keinen Wocheneinkauf? Kein normal. Weil es gibt nämlich einen Koro-Monatseinkauf! Wir fangen an mit Bio-Süßkartoffelchips. Süßkartoffelchips! Das stand nur so Bio-Süßkartoffeln. Ich habe die ganze Zeit nicht gecheckt. Ich habe erst hinterher gesehen, dass die so 10 Euro oder so gekostet haben. Und die jetzt probieren? Ja, komm, mach einfach probieren. Mal auf. Die sind ganz gut vom Geschmack. Sehr hart. Die sind okay. Ich hab's nicht so meint. Guck mal. Gibt's nein, hier. Natürlich ist alles super lecker bei Koch. Gebrannte Haselnüsse, Salted Caramel. Mhm. Als nächstes haben wir Cappuccino Protein Balls. Die wir jetzt auch probieren. Boah, riech mal. Boah, das riecht schon lecker. Die sind richtig geil. Die sind geil. Die sind so geil. Lecker essen. Lecker essen. Lecker essen. Ja, das für dich. Lupinenprotein, weil ich vegane Proteinalternative probieren möchte. Das ist für mich. Und zwar habe ich mir Erdnussmus bestellt. Hier, halt mal. Das ist 1 Kilo. 1 Kilo? Und ich habe mir noch 1 Kilo bestellt. Und ich habe mir noch weitere 4 Kilo Erdnussmus bestellt. Warum tun die das denn so? Ich dachte, die kommen dann in den kleinen Gläsern alle. Nee, man konnte auch, also ich habe immer 500 Gramm geholt, aber ich habe dann gesehen, es gibt auch 1 Kilo. Wow! Wenigstens. Ich habe einfach 6 Kilo Erdnussmus geholt. Wenigstens sollte das für die nächsten 3-4 Monate reichen. Oh, wir haben knackige Eislasur wieder, die ist so geil, Leute. Boah, die ist wirklich, wenn ihr bei Koro bestellt, das tut, die ist gerade im Angebot, 1,50.
Und Koro hat mir gesagt, die ist reduziert, weil die nur noch bis Ende März oder so haltbar ist. Aber das schafft ihr. Locker. Also holt euch die. Die kann man jeden Tag essen. Wenn ihr, auch wenn ihr nur das bestellt, holt euch die. Und Erdnussmus. Dann, das ist deins. Das ist meins. Mhm. Ja, weil ich esse auch ganz gerne Nussmus. Aber nee, das ist doch nicht deins. Das ist unsers. Das, oh, das ist so geil. Das holt ist die geile Mandelmus, also, die ist aber geil. Wenn ihr euch was bei Koro holt, dann diese Mandelmus-Zimt-Vanille. Nussmus sind da schon das sehr, das ist unser gut. Drittes Glas jetzt. Ah, geil. In meinem What I Eat zeige ich euch, wie wir das meistens essen. Dann haben wir einen 3 Liter Karton mit Cold... 3 Liter? Ja, mit Cold Brew Kaffee. Also ich glaube, das sieht nur aus wie ein Liter. Eigentlich vertrage ich keinen Kaffee. Aber vielleicht vertrage ich ja Koro-Kaffee. Sonst musst du halt 3 Liter Cold Brew trinken. Ja, kriege ich irgendwie. Ich bin immer zu faul, Koro zu machen. Haben wir noch 5 Liter Apfelsaft und der schmeckt richtig gut. Also, ja, das war's schon. Also, wir haben nur noch Mousse für Flo, weil der mag lieber Cashew und ich mag lieber Erdnuss. Nimmst du hier mehr meinen Moment, boah, wie oft ist das dann? Ja, ich mag Cashew-Mousse lieber und ich brauche aber nur ein Glas, weil ich esse nicht so viel. Ich habe hier noch 4 Kilo Erdnüsse. Oh, also damit bin ich jetzt erstmal ein paar Wochen. Ich hoffe Monate. Und das war's mit Koro für diesen Monat. Kauft mit Kopf Vanessa Berg die Eisglasur. Und alles andere auch. Was ihr kaufen wollt. Let me tell you a story. It was a nice sunny morning. We went on a nice morning walksie. When all of a sudden... He kacked it so far. The humans made fun of my natural needs. It was at this moment that I decided a coup. The plan came together through distraction. And speed. Now I just have to act. As if I was a good girl. I gained their trust. Then the distraction came. Sammelt seine Blätter zu Hause und lässt sie dann in dem Sack im Wald ab. Yep. And with tactic, power. Okay, komm. And speed. Oh! I made sure they had something different to laugh. Wie sie dein Bein hier hochgezogen hat. Boah, ich frage mich aber, wie du gelandet bist. Guck mal, du bist voll auf deiner Hand. Auf meinem Arm, aber da ist nichts und das tat auch gar nicht weh. Aber auf dieser Hand? Ja. Ey, krass, weil du bist voll so voll hier auf diesem Handballen. Ja, schön. Boah, aber guck mal, wie knapp ich mit meinem Gesicht noch. Ja, hast dich noch gut abgefangen, so mit meinen Händen. Und ich habe einfach drauf gehalten. Du hast einfach drauf. Ich schwöre, so hoch wäre mein Bein nicht mal gegangen. Ja. Ja, ich habe nur gelacht danach. Es war nicht so schlimm, wie es aussah. Ich habe halt direkt, ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, es war auch bestimmt so ein bisschen Zeitlupe in deinem Kopf, dein Weg zu mir. Ob ich jetzt heule oder lache, ne? Ja. Oder wahrscheinlich hast du schon eher erwartet, dass ich jetzt heule, oder? Ja. Also wie es aussah. Ich hatte richtig Schiss, dass du jetzt so... Richtig Schmerzen. Auch richtig mad auf den Hund bist. So. Ja, mir geht's gut. Ich krieg einen blauen Fleck ab. Ja, nicht mehr mit Schleppleine spazieren gehen. Was war schlimmer, dass du heute hingefallen bist oder dass du... Der Schluck auf. That's my favorite song.
Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Hallo. Ich habe mir gerade die Haare geföhnt. Ich mache das öfter mal, dass wenn ich abends, ich gehe immer abends duschen. Und wenn ich dann zu faul bin, mir die Haare zu flechten, weil eigentlich sind die dann am besten bei mir, dann föhne ich mir die abends immer an, also so curly hair mäßig. Und dann mache ich so einen lockeren Dutt mit so halb feuchten Haaren noch. Und am nächsten Tag feuchte ich mir die nochmal ein bisschen an mit so einer Wassersprühflasche und föhne die dann morgens nochmal so richtig. Und dann sehen die auch immer noch besser aus. Also manchmal läuft es auch nicht so gut. Aber beim Flechten ist es auch so. Manchmal flechte ich mir die Haare und am nächsten Tag sehen die so gut aus. Und manchmal flechte ich mir die Haare und am nächsten Tag sind die so, weiß nicht, dann liegen die so dumm. Mein Arm tut weh wie so ein Muskelkater von dem Sturz gestern. Aber ich habe da keinen blauen Fleck oder so, glaube ich, oder? Also so hier in diesem Bereich. Tut es einfach weh, wie so ein Muskelkater. Obwohl gestern mein Arm gar nicht weh tat. Gestern tat mein Bein am meisten weh. Dein Bein ist verdeckt. Ich glaube, ich habe noch keinen blauen Fleck. Und der blaue Fleck müsste hier so sein. Da, hier sieht man ganz leicht was. Aber ich glaube, na doch, vielleicht kommt doch was. Und ich habe heute schon Sport gemacht. Ich habe dieses Jahr schon 3 oder 4 Mal Sport gemacht. Wäre wahrscheinlich mehr gewesen, wäre ich die erste Woche nicht einfach komplett erkältet gewesen, aber ich habe wieder Spaß an Sport ein bisschen gefunden. Vor allem haben wir uns gestern, kurz nachdem ich so fett hingefallen bin, noch darüber unterhalten, weil als Erwachsener fällt man selten hin, oder? Und dann haben wir uns vor ein paar Wochen noch so darüber unterhalten, wann ist wohl der nächste Moment in unserem Leben, wo einer von uns irgendwie runterfällt, hinfällt und sich verletzt oder so. Und gestern war es soweit. Und ich bin dann auch immer so ein Mensch, egal in was für einer Situation ich gerade bin, ich denke immer darüber nach, so, boah, stell dir mal vor, ich wäre in dem Moment gestorben. Oder stell dir mal vor, ich hätte mich in dem Moment richtig krass verletzt und du müsstest den Krankenwagen rufen. So. Es ist so dumm, aber ich denke ständig über solche Situationen nach. Es ist so schlimm, ich hasse es, ich denke auch so oft über den Tod nach. Ich denke jedes Mal, wenn Flo irgendwie nur kurz einkaufen fährt oder wenn er zum Beispiel noch irgendwo hinfahren muss, weil ich was vergessen habe, denke ich mir jedes Mal, stell dir mal vor, der hat jetzt einen krassen Autounfall und das nur, weil du irgendwas gestern vergessen hast. Das ist so schön, dass ich da ständig drüber nachdenke. Ich kann nicht aufhören, über sowas nachzudenken. War gestern auf jeden Fall ein lustiger Sturz. Also, ich musste so lachen danach. Es tat mir auch nichts krass weh oder so. Das ist immer so eine Kacke mit der Schleppleine, weil eigentlich hört Kaya sehr gut auf uns, also rückrufmäßig. Sie kommt, so in 8 von 10 Fällen kommt sie sofort. Manchmal, wenn sie irgendwie krass abgelenkt ist oder irgendwo was krasses Gutes riecht, müssen wir 2-3 Mal rufen. Aber eigentlich kommt sie immer nur. Wissen wir nicht, wie sie reagiert, wenn andere Hunde kommen. Weil wir wissen, wie sie an der Leine reagiert, wenn andere Hunde kommen. Sie will einfach zu jedem Hund und zu jedem Menschen und zu jedem alles. Wir lassen sie schon manchmal freilaufen, wenn wir so Strecken laufen, wo wir wissen, es ist so unwahrscheinlich, dass da wer spazieren geht, weil wir da nie jemandem begegnen. Da lassen wir sie schon freilaufen oder wenn wir auch eine gute Sicht nach vorne haben. Aber sonst nutzen wir halt immer noch gerne die Schleppleine, lassen die dann halt auch mal auf dem Boden rumliegen, weil die halt gut hört und zurückkommt und so, aber so zur Not, dass man sie noch irgendwie zu sich ziehen kann. Ich hoffe irgendwann, dass wir das auch noch besser hinkriegen, dass sie nicht zu jedem Hund laufen will, weil an der Leine, ja, ich weine deswegen oft und habe Nervenzusammenbrüche nach Spaziergängen, je nachdem, wie sie halt auf fremde Hunde reagiert und je nachdem, wie die anderen Menschen dann auf uns reagieren. Ist ja nicht einfach so, dass man das immer mal wieder trainieren kann, weil jeder Fremde ankommt und sagt, wir beißen nicht, lass sie doch mal beschnuppern und so. Und wenn sie halt nicht an der Leine wäre, wissen wir nicht, ob wir sie rechtzeitig schaffen, zurückzurufen, bevor sie halt zu dem Hund läuft. Und da ist ja auch kacke, wenn sie einfach zu ihrem Hund läuft. Man soll Hunde ja dann auch mit Leckerlis und mit Spielzeug oder so ablenken und dem Hund zeigen so, guck mal, wir sind viel spannender als dieser fremde Hund, komm zu uns und so. Und es klappt manchmal. Aber oft stehen einfach fremde Hunde über allem. Über uns, über Spielzeug, über jedem Leckerli, den man sich vorstellen kann. Ich mache mich jetzt noch weiter fertig. Ich trage übrigens gar kein Make-up mehr im Moment. Also ich habe sowieso, trage ich nie Make-up. Aber
meine Haut ist so, also ich hatte vor 10 Jahren Akne und seitdem, da habe ich so krasse Tabletten genommen, bla, das habe ich schon öfter erzählt. Seitdem war meine Haut noch nie so schlimm wie jetzt gerade. Auf der Seite ist es richtig gut. Ich habe hier keinen einzigen Pickel, das sind nur noch ein paar Pickelmale. Aber auf der Seite, meine Wange tut so weh. Ich konnte gestern kaum meine Produkte auftragen, weil das so weh tut, diese Seite anzufassen. Man sieht da halt so ein paar Pickel, aber unter diesen paar Pickelpunkten sind so richtig voll gefüllte Unreinheiten, Unterlagerungen. So. Man merkt so richtig, wenn man drüber fasst, da sind so Beulen in meiner Wange. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Hautpflege. Ich zeige die euch irgendwann mal die nächsten Wochen, wenn sich das vielleicht auch ein bisschen beruhigt hat. Aber die Hautpflege, die ich gerade benutze, ist richtig gut für trockene Haut. Also so Nase und sowas alles fühlt sich so weich. Ich hatte noch nie so weich und so Feuchtigkeits... so Haut, die so gut mit Feuchtigkeit und so war. Das war jetzt ein bisschen viel Talk hier. Bis später.